Nach dem Einlesen analoger Werte beschäftigen wir uns heute mit der pseudo-analogen Ausgabe. Und wir werden auf die Art versuchen, eine LED zu dimmen. Die Ausgänge sind ja eigentlich digital und kennen nur 0 oder 5 Volt. Die Lösung heißt Pulsweitenmodulation. Und die Pulsweite lässt sich in 256 Stufen einstellen. Von Pulsweite 0, also Ausgang deaktiviert, bis 255. Ausgang immer eingeschaltet. Die Taktfrequenz ist vom Board abhängig und liegt beim Arduino Uno bei 490 Hz, an den Pins 5 und 6 bei 980 Hz. Unsere LED kommt an Pin 3. Ich will die Helligkeit der LED ständig hoch und runter fahren. Im Setup-Teil ist Pin 3 wieder als Ausgang definiert. Im Loop-Abschnitt lernen wir jetzt noch eine weitere Art von Schleife kennen, die While-Schleife. Sie wird so lange durchlaufen, wie die Bedingung in der Klammer erfüllt ist. Im Gegensatz zur Vorschleife müssen wir aber selbst dafür sorgen, dass die Laufvariable einen korrekten Anfangswert hat und innerhalb der Schleife verändert wird. Wenn man das vergisst, wird da schnell eine Endlosschleife draus. Wir beginnen mit der Helligkeit 0. Die Schleife läuft bis 255. Mit Analog Write wird die Pulsbreite an Pin 3 eingestellt. Und anschließend I erhöht. Mit Delay kann man die Geschwindigkeit etwas bremsen. Am Ende der Schleife ist I gleich 255. Und mit einer zweiten Schleife wird die Helligkeit wieder stufenweise zurückgestellt bis auf 0. Sehen wir, was dabei herauskommt. Dass es so aussieht, als wäre die Hellphase länger als die Dunkelphase, liegt an unserer Wahrnehmung. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid.